und Vicarious Visions. Es ist Crash Bandicoot. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin der Mocha, schön, dass du dabei bist. Heute mal mit einem anderen Video. Ich habe vor, ein bisschen Crash Bandicoot mit euch zu spielen. Ich war als Kind großer Crash Bandicoot-Fan. Und habe das hoch und runter gesuchtet. Und jetzt habe ich mir gedacht, es kam ja letztes Jahr irgendwann ein Remake raus, so wie dieses Jahr von Spyro, wo dann die drei Teile dabei sind, die ersten drei. Das habe ich mir natürlich gekauft. Das erste habe ich fast durchgespielt, ich glaube zwei Level vor dem Endkampf. Und jetzt fange ich es aber mit euch nochmal von vorne an. Ja, Crash ist so mit meiner ersten. Dr. Cortex, wir haben die Ursache. Ich halte jetzt mal kurz die Klappe. Noch nicht ergründet. Idiot! Dieser Beuteldachs wird mein General sein, der meine Cortex-Kommandos zur Weltherrschaft führt. Dieses Mal werde ich triumphieren. Wir sind näher dran als je zuvor. Schnell hinein in den Vortex! Aber Dr. Cortex, der Vortex ist noch nicht bereit. Sie wissen nicht, was passieren könnte. Wieder versagt! Schnappt ihn! Bereitet den weiblichen Beuteldachs vor. Ja, was ich sagen wollte, Crash ist so die früheste, mit die früheste Gaming-Erinnerung, die ich habe. Und von daher war das eine ganz schöne Zeitreise, dass ich dann Crash mal wieder. Da ist nochmal. Spielen konnte. So klassische Jump'n'Runs gibt es ja heute auch nicht mehr sonderlich viele. Kann ich euch jetzt gar nicht die große Fubeda-Maske zeigen, wie ich sie früher genannt habe. Das erste Level ist natürlich noch sehr simpel. So, jetzt habe ich zwei von denen.
Bum, 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 bum. Das einzig Komplizierte hier ist, wenn man alle Kisten haben will. Weil es gibt ja hier ganz viele versteckte Diamanten. Dann muss man hier diesen Weg gehen. Versuchen wir es einmal. Rübergehen ist ja nicht das Problem, aber ich muss ja alle... Versuche ich es nochmal, indem ich zurückgehe. Es müsste funktionieren. Und schade. Hier muss ich ja jetzt die obere Kiste zuerst zerstören, damit ich auf der hüpfen kann. Das gibt eindeutig mehr Wumpa-Früchte. Äpfel, Mangos, wie auch immer. Einmal probiere ich es noch. Ansonsten gehe ich den einfacheren Weg, den ich vorhin gerade zurückgegangen bin. So definitiv nicht. Jetzt gehe ich den einfachen Weg. Oh Gott, Gaming Skills wieder on point. So, dann springen wir noch hier rüber. Ich weiß gar nicht, wie das in den späteren Leveln werden soll, wenn ich jetzt hier schon so häufig sterbe. Weil leichter werden die natürlich nicht. Also es wird kein 100% Let's Play. Darauf habe ich keine Lust. Bin ich ehrlich. Habe ich früher auch nicht gemacht oder geschafft. Hier die 10 Kisten von drüben fehlen noch. Aber egal, das erste Level ist geschafft. Und wir können weiter ins zweite. Jetzt sieht man hier die Oberwelt. Es gibt, glaube ich, 3 Inseln. Ist schon relativ lange her, dass ich das mal gespielt habe. Jetzt haben wir hier den zweiten Wumper. Das ist TNT, da springt man einmal drauf, dann geht das hoch. Also es ist noch sehr leichte Level. Wobei es echt ungewohnt ist, so diese alte Steuerung. Ach, die rollenden Steine. Bin ich echt noch gegengekommen? Das ist doch...
So. Dann kann ich da relativ schnell durchrennen. Da bin ich explodiert. Da ist es besser, wenn man einen Geist hat. So. Das war souverän. Aber wir haben ja hier vorher leider keinen Geist mehr. Perfekt. Und das hier ist ein Bonus-Level, wo man, das eignet sich gut, um Äpfel zu farmen, also Wumperfrüchte, Leben. Weil hier kann man so oft sterben, wie man will, das zieht einem kein Leben ab. Ein Koko-Level. Unser Ziel ist es ja am Ende, Koko, unsere Schwester zu retten. So, dann hier, wir haben 3 Kisten nicht geholt, das ist jetzt nicht so tragisch. Und dazu zählen übrigens auch die TNT-Kisten, wenn man die nicht mitnimmt. Die muss man deswegen auslösen, wenn man alle Kisten haben möchte. Jetzt sind wir im 3. Level. Da ist dann meine Case. The Great Gate. Das große Tor. Das ist relativ wichtig, dass man am Anfang Leben farmt. Weil es kommen Level, da braucht man. Den weiche ich immer lieber aus. Das war jetzt nicht gut. Ja, da darf ich mich natürlich nicht von der Kiste treffen lassen. Das. Das war nicht. Diese kleinen Animationen, die sind so süß, meiner Meinung nach. So. Zack. Zack, das Leben haben wir uns auch noch gesnackt. Jetzt müssen wir hier hochhüpfen. Und da haben wir dann den ersten Checkpoint. Zack. Das war jetzt doof. Da muss man im Sprung drehen. Ah. Das war jetzt nicht so schwer.
Die zweite Coco. Och, du Heilige, das ist der, genau. Da müsste man den Sprung schaffen, das ist eigentlich nicht so schwer. 2 Sekunden warten, bevor man losgeht. 21, 22, dann springt man da auf die drauf. Dann ist das Ganze nicht schwer. Auf den Affen warten, über den Affen rüber, hier drüber, dann auf die drauf. Warum hat das nicht funktioniert? Das weiß ich nicht. Zack, zack, zack. Och Mann! Ich muss langsamer machen. Ich hab Zeit. Zunge raus und rüber. Zack. Und zack. 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 Da wollte ich wieder zu schnell. Das. Ah, genau. Die grünen Flächen, das sind Rutschflächen. Die sind teilweise fies. Hier sind sie ja noch ganz human eingesetzt. Aber die kommen echt fies gegen Ende des Spiels. Flamme. Da darf ich natürlich nicht reinkommen. Die dritte Coco und wir kommen in ein Bonus-Level. Die sind nicht immer ganz leicht. Genau, wenn ihr es spielt. Achte darauf, auch die Sprungkisten zählen natürlich dazu. 11 Kisten, 3 Leben, 25 Wumperfrüchte. Das ist doch sehr gut. Und durch die Wumperfrüchte haben wir noch ein Leben generiert. Also sind wir bei 10 Leben. Jetzt noch schnell ins Ziel springen. Alle Kisten haben wir nicht. Das ist mir aber jetzt egal. Gucken wir noch ins vierte Level rein. Und dann war es das für meine erste Session hier mit Crash Bandicoot. Boulders. Ah! Okay, diese Level habe ich früher gehasst wie die Pest. Zumindest im ersten. Und auch heute sind es nicht unbedingt meine Lieblingslevel. So, das ganze Level dreht davon, dass man vor dem Stein wegläuft. Und los, durch einen kleinen Canyon. Der Vorteil bei dieser Art von Level ist natürlich, der Stein rollt alle Kisten kaputt. Die Kisten sollte man vielleicht eher als Hindernis sehen, als dass man die großartig braucht. Das ist der Diamant für alle Kisten. Hier ist das Level beendet. Perfekt abgeschlossen. Da. Einen silbernen Diamanten für alle Kisten. Wir laden zurück zur Wumperinsel. Ich speichere einmal. Yep. Das sind meine anderen Spielstände.
die lasse ich mal. So, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ihr könnt auch gerne meine andere Reihe angucken, die FIFA-Saison mit dem SC Paderborn. Die